Ja, schön, dass du heute wieder da bist. Mein Gruß geht heute von Sizilien nach Hamburg zu einer Frau, die Diplompsychologin ist, die Expertin ist für Potenzialentfaltung, die ganz, ganz viel schon auf die Beine gestellt hat und heute zu uns kommt mit einem sehr, sehr spannenden Thema, nämlich von der Neuorientierung zur Umsetzung. Und ich glaube, das ist ja genau der Punkt, der wichtig ist. Ich freue mich, heute im Interview begrüßen zu dürfen, Regina Brecht. Ganz herzlich willkommen, liebe Regina. Herzlichen Dank, liebe Amata. Ich freue mich riesig, dabei sein zu dürfen und schöne Grüße nach Sizilien. Oh, da wäre ich jetzt auch gerne. Sehr, sehr gerne. Ja, liebe Regina, bevor wir so in dieses Thema reinstarten, das natürlich, glaube ich, für jede Selbstständige, jede Unternehmerin spannend ist, lass uns ein bisschen schauen, wer bist du denn so privat? Und wie kamst du zu dem, was du heute machst? Ja. Privat, ich bin Mutter von zwei großen erwachsenen Kindern, die leider, leider, leider weit, weit weg jetzt inzwischen leben mit ihrer Familie, nämlich in Australien, die eine mit zwei wunderschönen kleinen Jungs, ich kenne sie aber schon beide, und die andere wohnt in England und erwartet jetzt in ein paar Tagen ihr zweiten Jungen. Und da bin ich ein bisschen aufgeregt und freue mich, hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich im Januar dann auch hinfliegen zu dürfen oder hinfahren zu dürfen, um den persönlich begrüßen zu dürfen. Das wäre natürlich total schön. Ja, im Moment ist die Situation etwas herausfordernd, gell, mit Australien und in England, egal welche. Extrem, extrem, ja, genau. Ansonsten bin ich hier im wunderschönen Hamburg. Ich hab das Privileg, in einem schönen Haus zu leben mit Garten und Fischen und Bambus. Das ist eben so ein bisschen asiatisch, habe ich mir das hier eingerichtet. Denn das ist ja meine Leidenschaft. Genau, Ja, ich liebe die wo wir Natur. bei dem sind, wie kamst du zu dieser Leidenschaft? Hast du schon immer so eine Verbindung gehabt zum Asiatischen oder wie war das? Überhaupt nicht. Ich bin ganz bodenständige Betriebswirtin im ersten Leben. Und meine Eltern waren beim Otto-Versand oder mein Vater war beim Otto-Versand. Kind, geh doch zum Otto-Versand, dann kannst du immer schön einkaufen. Ja, das wollte ich. Und da habe ich eine betriebswirtschaftliche Ausbildung gemacht, das Hamburger Modell. Das gab es damals, das war der erste Jahrgang. Und das war schon eine tolle Ausbildung auch. Okay. Ja, und dann bin ich auch erstmal in der Branche geblieben, habe mich dann aber vom Otto-Versand distanziert, weil ich immer nur die Tochter von war. Und das war dann auch nicht so schön. Ja, und dann bin ich bei Gruner und Jahr gelandet und ich war eigentlich zufrieden. So gehörte sich das Leben Eigentlich. eigentlich, ne? Es hat keinen Spaß gemacht, aber Arbeit soll Spaß bringen. Das kannte ich damals nicht, ne? Mein Vater hat hart gearbeitet, immer für sein Geld. Ja. Und so bin ich eigentlich auch aufgewachsen. Ja. Von alleine? Änderst du dein Leben von alleine? Nicht so viele Menschen. Leider, sage ich jetzt einfach mal. Die meisten geben sich ja irgendwo damit zufrieden, wenn es irgendwie läuft. Und bei mir war es eben auch so, von alleine wäre ich da wahrscheinlich auch nicht rausgekommen. Okay. Wer hat dich rausgebracht oder was hat dich rausgebracht? Ja, der Tod meines Mannes. Das war ein wirklich harter Schlag. Wir waren damals im Skiurlaub in Galtür. Und ich habe wirklich vor einem Monat eine Frau getroffen, die sagte, Regina, du warst das. Ich war zur gleichen Zeit in dem Ort und habe es in der Zeitung gelesen, dass mittags ein Mann gestorben ist, an Herzsekundentod. Und man noch überlegte, wo ist denn die Familie dazu? Wer gehört dazu? Du warst das. Und ich hatte einen Schauer gekriegt, also nochmal wieder, dass da jemand das von einer anderen Seite noch so miterlebt hat. Ja, und Gerade beim Skifahren, es war vorher kein Anzeichen und von jetzt auf gleich. Und ich war an dem Tag sogar noch krank. Ich bin eigentlich nie krank. Ich war mit hohem Fieber im Bett und mein Mann heute morgens ganz lieb uns verabschiedet. Die Kinder waren im Skikindergarten. Ich habe mich schon gewundert, dass er nicht wiederkam. Mittag wollte er eigentlich schon kommen. Und um 17 Uhr stand die Gendarmerie da und hat uns dann endlich gefunden. Und das war wirklich so ein schwerer Schlag, weil ich
eine Frau war damals, die sehr unselbstständig war, die einfach immer nur angepasst lebte und keinen eigenen Willen hatte. Und ich war von jetzt auf sofort in ein tiefes Loch gefallen. Und das hat auch erstmal eine Weile gedauert. Ich habe mir natürlich Hilfe geholt, dann auch, habe das alles verarbeitet. Und mit einem Mal kam eine innere Stimme, die so laut und deutlich war. Und ich mich richtig erschrocken hatte. Wer spricht denn hier zu mir? Die sagte, jetzt komme ich. Und was willst du? Ich will Psychologie studieren. Okay. Wie alt waren deine Kinder zu dem Zeitpunkt? Mit 47 Jahren und zwei Kinder, die waren damals 7 und 10 Jahre alt. Okay. Aber diese Stimme, die war so laut, und so klar und so deutlich, dass ich gesagt habe, ja, das mache ich. Und das war wirklich der Beginn, eines ganz neuen Lebens. Und ich musste Psychologie studieren, weil schon gleich im ersten Semester eine Kommilitonin da war, die sagte, du Regina, in deiner Situation könnte dir möglicherweise eine Feng Shui-Beratung helfen. Ah. Ui, noch nie gehört. Neugierig, ich bin neugierig, sehr neugierig, dann geworden sozusagen. Ja. Hab sofort einen Feng Shui-Berater hier drin gehabt im Haus, der hat mir ganz viel erklärt, warum, wieso, weshalb. Und das hat mich so neugierig gemacht, dass ich dann schließlich meine Diplomarbeit über Wirksamkeit von Feng Shui-Beratungen geschrieben habe. Spannend. Psychologie ist ja sowieso etwas, gell? Also ich fand das auch schon immer spannend. Also ich habe es nicht studiert, aber ich war ja im Kindergarten als Erzieherin und hatte eine Supervisorin, die immer sehr, sehr offen aufgeschlossen war. Die hat mir alle möglichen Bücher und Sachen immer gebracht. Und ich sage jetzt mal, wenn man sich anfängt, mit Psychologie zu beschäftigen, dann kommen ja so viele andere Themen auf einmal dazu, gell? Wo man Neues entdeckt und spürt. Ja, genau, ja. So, und ich habe dann Coaching-Ausbildung gemacht, denn ich wollte immer die Menschen hier abholen und mit ihnen da oben hingehen zu ihren Zielen und nicht erst in die Tiefe gehen. Natürlich muss man an der Basis arbeiten, aber ich bin dann auch schon zu alt gewesen, um jetzt noch eine therapeutische Ausbildung zu machen. Aber ich war auch immer so begeistert hier, da willst du doch hin und sie da in die Umsetzung zu bringen. Und deswegen, wenn du also wirklich innehältst mal und dir selber zuhörst, was da so alles möglicherweise an tollen Ideen drin ist und die dich ernst nimmst vor allen Dingen, dich und deine Bedürfnisse ernst nimmst, dann ist da so viel mehr Leichtigkeit auch drin, wo du dein Leben einfach nochmal in eine andere Richtung bringen kannst. Jetzt lass uns gerade mal bei dir hinschauen. Du hast jetzt Psychologie studiert, dann hast Feng Shui, dann hast Ausbildung gemacht im Coaching-Bereich. Was hat dich da alles so fasziniert und was machst du heute ganz genau? Ja. Also über die Diplomarbeit bin ich eben auch an verschiedene, habe Berater interviewt und Kunden interviewt. Und habe auch eine ganz tolle Beraterin kennengelernt, die eben sehr, sehr stark mit dem chinesischen Horoskop arbeitet. Und das hat mich so interessiert und da bin ich so neugierig geworden. Was? Das chinesische Horoskop, das verrät so viel über mich selber und auch über den Beruf? Was? Wirklich? Und dann habe ich mich da ausbilden lassen bei ihr und ich bin so neugierig. Weltweit habe ich mich dann auch ausbilden lassen. Ich war in Singapur, ich war auf Teneriffa mit verschiedenen Mastern in Süddeutschland, in Hamburg. Also ich liebe es einfach. Und das nehme ich mit rein in meine Beratung. Ich berate heute Menschen, die in einer Umbruchssituation sind. Meistens kommen sie beruflich zu mir, weil sie sich beruflich neu orientieren wollen. Weil sie sich irgendwie noch nicht trauen, darf ich das wirklich? Ein Finanzdienstleister zum Beispiel, der schon ganz erfolgreich war, der sagte, aber Frau Brecht, mein Herz schlägt fürs Brotbacken. Und jeder sagt, hey, du bist Finanzdienstleister.
Und ich habe ihm bestätigt, ich habe sein Horoskop gerechnet und wir haben dann 3 Monatsbegleitung gehabt. Und ich habe ihn sofort bestätigt, dass er in seinem Element ist mit dem Brotbacken. Und manche brauchen die Menschen nur eine Bestätigung von außen, von einer ganz anderen Sichtweise, um sich zu vertrauen. Um sich zu vertrauen und sagen, und dafür gehe ich jetzt. Und der hat sich so aufgerichtet dann und hat gesagt, ja. Der hat einen Kontakt zur Industrie- und Handelskammer gemacht. Der hat ein Seminar durchgeführt mit 20 Teilnehmern. Die haben alle bezahlt, Frau Brecht. Er hat Getreidemühlen verkauft. Mhm. Seine Ausstrahlung war ganz anders. Mit diesem sich erlauben, so zu sein, was in mir schwingt. Und damit lief sein anderes Business natürlich weiter. Was mich natürlich jetzt gleich noch zu der Frage bringt, weil ich sage es mal, wenn man Horoskop erstmal so hört, denken vielleicht viele an diese Horoskope, die man irgendwo in Zeitschriften lesen kann. Was unterscheidet denn dieses chinesische Horoskop und was ist das Besondere daran? Also das Besondere daran sind die 12 chinesischen Tierkreiszeichen und die 5 Elemente. Beide zusammenwirken und ich rechne quasi das Geburtshoroskop, das sich zusammensetzt aus insgesamt 4 Tieren. Okay. Von den 12 und 4 Elementen von den 5. So habe ich also 8 Zeichen, die jeweils für bestimmte Dinge stehen. Also das Jahr steht zum Beispiel, wie du dich nach außen präsentierst. Der Monat, der Geburtsmonat steht dafür, wie du dein Business machen solltest, mit welcher Energie. Wenn da zum Beispiel ein Tiger ist, dann solltest du für deine Ziele gehen, dich durchsetzen einfach auch. Wenn da ein Hase zum Beispiel ist, dann solltest du ruhig mal ein bisschen diplomatischer sein und auch mal so ein bisschen die anderen mit reinnehmen. Und der Tag ist das Wichtigste eigentlich, weil der Tag, das Tageselement sagt etwas aus, wer du wirklich bist, dein Selbstbewusstsein. Wie stark ist dein Selbstbewusstsein? Wie viel gibst du eher? Und bist du jemand, die zum Beispiel, ich habe viel mit Krankenschwestern auch gearbeitet, dann als Psychologin. Und da ja nur meine Leidenschaft des Horoskopes, habe ich dann manchmal so gefragt, darf ich mal was rechnen? Und dann habe ich immer wieder die Bestätigung bekommen, dass Krankenschwestern eben ganz viel geben und selbst die Energie nicht zurückholen, sich zurückholen. Und wir wissen es alle, die ausgelaugt sind dann und irgendwann nicht mehr können. Also ich finde es total spannend, weil Horoskop, ich war ja 20 Jahre im Kloster, für mich war das Thema als solches komplett fremd. Ich habe aber zu meinem 30. Geburtstag kein chinesisches Horoskop, aber von einem anderen, so einen, der einfach auch wissenschaftlich mit diesen Sachen gearbeitet hat, damals so ein Geschenk bekommen. Und er hat eine Stunde lang mir Dinge erzählt, also ohne, dass er mich vorher gesprochen hat, sondern eben auch anhand dieser Daten, wie du sagst, eine Stunde Sachen erzählt, wo ich gedacht habe, also da waren nur 2 Punkte dabei, die damals nicht gestimmt haben. Und das war unter anderem das Reisen, ja, das war damals überhaupt kein Thema, das Reisen, ich war ja noch im Kloster. Heute weiß ich, wie sehr das tatsächlich einfach schon da war, ja. Und bei dem anderen ging es um große Veränderungen und es war noch eine gute Zeit, bevor für mich klar wurde, dass dieses Klosterleben nicht mehr meins ist. Also ich habe hier einfach auch total spannende Erfahrungen machen dürfen. Jetzt hast du allerdings gesagt gerade, es geht ja bei dir in deinem Coaching zwar auf der einen Seite um das Horoskop, um das Chinesische. Und es geht aber vor allem auch darum zu schauen, wenn sich jemand neu orientieren möchte, dass er in die Umsetzung kommt. Hast du denn da vielleicht so ganz praktische Tipps aus deiner Praxis? Ja, vielleicht so 3 Tipps, was kann jemand tun, wenn er sagt, ja, ich möchte mich neu ausrichten? Ja, also ganz wichtig sind, bei mir war es ja auch lange Zeit, diese Selbstzweifel. Diese Selbstzweifel, bin ich gut genug, kann ich das, brauche ich nicht noch erst, so wie ich auch. Ich habe schon noch etliche Ausbildungen gemacht, weil ich auch kein Vorbild hatte,
Ne? Viele haben auch kein Vorbild. In meiner Familie hatte ich kein Vorbild, mich selbstständig zu machen, dann noch mit 50 Jahren. Das ist natürlich auch noch irgendwo eine gewisse Herausforderung mit Familie. Aber ich habe einfach gebrannt. Und deswegen, wenn du ein starkes Warum hast, ja, das hören wir überall, aber wenn es von innen kommt, nicht von außen, du solltest mal machen, nein, in dich hineinhorchen, was willst du wirklich, wirklich? Und wenn da so ein ganz klares Ja kommt, dann go for it sozusagen. Und dann guck dir diese Blockaden an. Und deswegen, ich hab das immer nicht verstanden. Zu Anfang habe ich immer nur diese eine Beratung gemacht. Und dann weißt du doch jetzt, was los ist. Jetzt kannst du doch losgehen. Nee, funktioniert eben nicht. Und das weißt du, wie du jetzt zuhörst, wahrscheinlich auch oder zuschaust. Das weißt du auch. Nur mit dem Wissen allein kommen wir leider noch nicht weiter. Ja. Wir dürfen die Erfahrung machen und wir dürfen auch, ich sag schon auch ein bisschen den Keller aufräumen. Was hält dich zurück? Was hat dich die ganze Zeit zurückgehalten? Und da schaue ich schon mit verschiedensten Methoden. Ich bin sehr intuitiv. Ich arbeite sehr intuitiv und spüre, was ist jetzt gerade dran. Und in Trancen begleite ich sie dann. Wir lösen Sachen auf, die sie nicht bewusst haben. Das ist ja immer das Spannende. Wenn wir was bewusst haben, dann können wir sagen, okay, und ich gehe jetzt trotzdem. Ne? Mein innerer Schweinehund, der kommt dann auch ab und zu mal. Dann kann ich sagen, so, mein lieber Schweinehund, du machst jetzt mal Platz hier, kriegst ein Leckerli und dann hole ich dich wieder ab. Ja. Pippi ist auch immer hinter mir, ne? Mir einfach so vorzustellen, ich bin jetzt Pippi Langstrumpf. Was? Das habe ich noch nie gemacht, also klappt es. Ne? Also, aber es gibt eben Blockaden, die einfach auch einfach mal erstmal wahrgenommen werden wollen. Und wir laufen so gerne davon weg und sagen, ach nee, jetzt nicht und so. Und es brodelt manchmal dann doch so lange im Unterbewusstsein, dass wir nicht wirklich den bewussten Schritt gehen können. Und deswegen ist es so wichtig, da mal hinzuschauen und sich Unterstützung zu holen, denn ich habe den Blick und vielleicht auch mal den Blick, vielleicht auch, wenn ich ganz groß bin, den Blick, aber jemand anders sieht mich in einer ganz anderen Energie, in einer ganz anderen Blase. Ja. Also danke, dass du das so klar ansprichst. Ich glaube, dieses Warum, wie du sagst, dem nachzuspüren, das ist ja so grundlegend, so wichtig, das kennt letztlich auch jeder und trotzdem ist es notwendig, dass man es auch immer wieder wiederholt und hier wirklich ansetzt. Und gleichzeitig den zweiten Punkt, den du so ansprichst, nicht nur, ich meine, Blockaden lösen hören wir so oft, aber der Punkt ist ja, dass du sagst, ja, es geht wirklich auch um diese Zeit, die es braucht, ja, um diese Begleitung, weil es nicht immer etwas ist von jetzt auf sofort. Und das erlebe ich selber auch, dass Menschen sagen, ach, das und ich weiß ja eigentlich alles, ja, wenn es darum geht, ein Online-Business aufzubauen oder ein Restaurant, ich weiß ja. Aber es geht eben nicht um das Wissen allein, sondern es geht darum, wie du sagst, aufzuräumen auf der einen Seite und das andere dann auch über einen bestimmten Zeitraum da ins Tun zu kommen. Und wie du so schön sagst, das ist halt in der Begleitung nochmal ganz was anderes, ja. Und es geht auch um die Energie, in eine andere Energie zu kommen. Ich denke, das ganze Leben, oder wir sind hier, um in einer hohen Schwingung unterwegs zu sein. Und in dem Moment, wo ich traurig bin, wo ich belastet bin, wo ich mir Sorgen mache, ja, wir haben eine schwierige Zeit im Moment, das stimmt. Ja. Und Krise ist überall. Und trotzdem daraus zu wachsen, zu sagen, und jetzt erst recht, jetzt habe ich möglicherweise tatsächlich Zeit, mal innezuhalten und zu gucken, was möchte ich eigentlich wirklich in die Welt bringen. Absolut, ja. Oh, so wertvoll, liebe Regina. Ich glaube, das sind so diese Punkte, wirklich, wie schaue ich auf die Dinge hin? Und wir können es nicht oft genug hören und uns nicht oft genug in diese Energie reinbegeben, ja, weil uns so vieles umgibt und im Alltag kommen halt auch andere Dinge. Was mich natürlich zu der Frage führt, was dein Business jetzt betrifft, gab es denn da auch so Herausforderungen? Privat hast du ja am Anfang erzählt, hattest du ganz heftige. Wie war das in deinem Business? Hat sich das
so einfach locker leicht entwickelt oder gab es da auch so bestimmte Dinge, die, ja? Ja, wie ich eben schon sagte, zu Anfang habe ich gesagt, naja, was soll ich schon machen? Du kriegst dein Horoskop und dann gut ist und denn da fühle ich mich, also das ist für mich auch immer damit nicht das Wichtigste, aber ich komme immer wieder auf das Horoskop, auch in der Begleitung zu sprechen. Na, guck mal, jetzt kannst du dich doch mit deinem Affen verbinden, der einfach spielerisch das Ganze angehen will. Also ich komme eigentlich auch in den Coachings dann immer wieder drauf zurück. Und insofern habe ich mich selber auch entwickelt. Auch bei mir natürlich erstmal aufgeräumt. Meine ganzen Selbstzweifel, darf ich das jetzt mit, ich bin inzwischen 65 Jahre jung, darf ich denn jetzt noch so etwas machen? Also, und es macht mir so viel Freude und so viel Spaß, Menschen zu motivieren, kann ich sie nicht. Ich kann ihnen nur Impulse setzen. Ich kann Impulse geben und zu sagen, schau doch mal auf dich. Wie wichtig nimmst du dich und deine Bedürfnisse? Oder stellst du dich immer erst an, hinter den Kindern, hinter deinem Mann, hinter dem Chef oder was weiß ich, sondern wie wichtig nimmst du dich eigentlich? Und das ist mir so wichtig, insbesondere Frauen, aber ich arbeite auch mit Männern eben, da wirklich hinzuschauen, dass wir leben jetzt, wir leben jetzt in diesem Moment und deswegen ist es so toll, wenn wir jeden Augenblick glücklich sind. In einer Zufriedenheit, die so richtig, also eine richtige Zufriedenheit ist, die so ausstrahlt das dann auch. Ja, und das ist ja das, was man bei dir so spürt, ja. Du hast vorhin gesagt, darf man denn das jetzt noch mit 65 hier online auch so Dinge unterwegs sein? Und was ist alles möglich, wenn wir uns das erlauben, wenn wir wirklich bereit sind, ja, die Dinge zu empfangen, in dieser Fülle zu leben? So schön. Jetzt bist du ja jemand, Regina, der auch Werte wichtig sind. Welche Werte sind denn für dich besonders wichtig? Also tatsächlich ist Gesundheit einer meiner höchsten Werte. Ich tue sehr viel für meine Gesundheit und ich nasche auch gerne, ja. Da darf ich dann auch noch mal hingucken, aber ich tue ganz viel für mich. Ich nehme mir zum Beispiel wirklich jeden Morgen Zeit für mich, ich gehe eine Stunde ins Gehölz. Natur ist ein weiterer sehr, sehr wichtiger Wert für mich. Und Persönlichkeitsentfaltung ist auch ein wichtiger. Ich lerne immer noch, wenn es irgendwie geht, bin ich wieder unterwegs und lerne für mich. Und ich nutze diese Sachen sofort in meinem nächsten Coaching. Ich setz das sofort ein. Ich traue mich dann einfach, was einzusetzen da und das ist toll. Ja, und finanzielle Unabhängigkeit. Das ist mir eben auch wichtig. Ja. Da einfach wirklich Mut zu machen, gerade Frauen zu sagen, ich bin doch nicht nur Frau von, ich habe auch mein eigenes Geld und ich habe mein eigenes Konto. Ja, ich weiß nicht, wie viele Frauen wirklich ihr eigenes Konto haben und wirklich frei entscheiden können. Das ist mir auch wichtig. Ja. Neugierde, ja, genau. Ich glaube, das sind so die wichtigsten. Ah, du hast jetzt so viele angesprochen, da könnte man überall nochmal drauf reingehen, weil das sind so wertvolle Sachen, diese Freiheit, die du gerade ansprichst, gerade für Frauen, auch was das Thema Geld betrifft. Ja. Da mag ich jetzt auch gleich noch nachfragen, weil du das jetzt gerade so angesprochen hast, diese finanzielle Unabhängigkeit, Freiheit. Was bedeutet Geld denn eigentlich für dich? Ist Geld dir wichtig? Liebst du Geld? Wie würdest du sagen, was hast du für eine Beziehung zu Geld? Also ich liebe Geld und Geld liebt mich. Das ist so ein Satz, der mir zugeflogen ist und den nehme ich. Und den nimmst du. Und ich sage, Geld ist nicht alles, aber ich kann ganz viel machen mit Geld. Ja, ja, ich kann spenden, ich kann Hilfsaktionen unterstützen damit. Ich kann meinen Kindern Unterstützung geben, wenn sie sie brauchen. Also ich will sie nicht vollschustern damit, aber wenn ich Geld habe, dann kann ich wirklich... Ich kann ein möglicherweise noch größeres Business aufbauen mit Mitarbeitern. Also wenn du Geld hast, kannst du auch Mitarbeiter einstellen, also auch Arbeitsplätze generieren möglicherweise. Ne? Und die Wirtschaft ankurbeln, ganz einfach. Also wir brauchen Wirtschaftswachstum, auch wenn es nicht immer nur höher, schneller, weiter sein soll. Aber auch da, und dafür brauchen wir überall Geld. Das heißt, Geld ist... ja, ganz, nicht nur ein wichtiges Übel, nein, sondern Geld ist einfach eine Energie, die es gilt, wertzuschätzen, zu lieben und damit mit Leichtigkeit auch umzugehen.
Würdest du denn sagen, dass Geld den Charakter verändert? Nein, also großzügig zu sein möglicherweise. Wenn ich Onkel Dagobert sehe, der einfach so knauserig ist mit seinem Geld, der das alles so, aber der Charakter ist wahrscheinlich auch in ihm so. Also insofern, ich denke mal, Geld zeigt den Charakter. Mhm. Ja? Und in dem Moment, wo du aber Geld hast und es einfach auch ins Fließen bringst, ich denke, das ist so wichtig, in den Umlauf zu bringen, damit zu arbeiten, wie auch immer, Anlagen oder wie auch immer, aber nicht einfach nur horten, horten, horten und so, das macht einen... Frage des Umgangs, genau, wieder, ja. Der Umgang ist entscheidend damit. Ja, und die Einstellung, ne? Und die Einstellung. Geld wächst doch nicht auf Bäumen, wie es immer so schön heißt, ne? Und all sowas, Quatsch. Weg damit. Geld ist Liebe und ich liebe Geld. Ja, und du hast ja hier auch vorher gesagt, Lernen ist so auch ein Punkt von dir, ja? Und wir haben uns ja auch übrigens auch kennengelernt über ein Netzwerk, wo wir sozusagen auch beide lernen und weiter wachsen. Und es ist ja immer so schön, wenn man da hier ja für sich selber einfach zum einen Wissen aneignet, sich inspirieren lassen kann und gleichzeitig, wie du sagst, dann auch in die Umsetzung kommt. Und egal, ob es jetzt ums Thema Gesundheit geht, um Kommunikation geht, ob es ums Geld geht, das sind immer Themen, die dann sich einfach auch so entwickeln dürfen, ja. Mhm. Und, auch da darf sich ja auch was entwickeln. Ja. Gerade in diesen Themen, ja, denke ich. Ja. 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 Liebe Regina, wir könnten uns noch ganz lange unterhalten. Ich habe noch ein paar kurze Fragen und bitte dich einfach um kurze Antworten, nur eine kleine Blitzlichtrunde. Erfolg bedeutet für dich, Erfolg bedeutet für mich, Menschen zu inspirieren, an sich zu glauben und das innere Strahlen rauszubringen. Dann, ja. Was sind deine drei größten Stärken? Ah, meine drei größten Stärken. Ich bin sehr intuitiv, sehr spontan und neugierig. Und eine Schwäche? Ungeduldig. Gibt es so ein Lieblingsmotto, ein Lebenszitat, das dich begleitet? Ja, ja, warte mal. Ah, mir ist es entfallen. Es gibt eins, ich komme da gerade nicht drauf. Das ist auch nicht schlimm, wir können es auch nachreichen und in den Shownotes dann aufschreiben, das ist auch gut. Ja. Manchmal, wenn man so mittendrin ist, kurzen Blackout. Was war denn so der beste Rat, den du je bekommen hast, liebe Regina? Der letzte Rat? Der beste. Der beste Rat, den ich bekommen habe. Wirklich, achte auf dich. Nimm dich wirklich wichtig und schau hinein, was sich bei dir zeigen möchte. Danke dir. Und da im Anschluss frage ich dich auch, gibt es im Moment ein Buch, das du von Herzen empfehlen kannst, wo du sagst, das ist meine derzeit beste Buchempfehlung? Ja, es gibt es leider nicht mehr. Ich habe Sei du selbst, das finde ich einfach so toll, hier von, wie heißt der, Dein Heer. Ja, ja. Also das habe ich verschlungen, das hat mich sehr inspiriert und ja, das finde ich ganz schön. Stell dir vor, du kommst auf eine einsame Insel, kannst nur drei Dinge mitnehmen. Welche wären das, liebe Regina? Eine einsame Insel. Ja, was nehme ich damit? Ich denke, ich nehme einen Stift und Notizblock mit. So. Ist wahrscheinlich nichts Besonderes. Eine Hängematte nehme ich mit. Ja, die braucht man auf der einsamen Insel. Ja, Hängematte und vielleicht nehme ich einen E-Book-Reader mit. Mit ganz vielen tollen E-Books da drauf. Denn da habe ich ja Zeit. Eben, ganz genau. Ja. Dann bleibt mir nur noch zu fragen, welchen letzten Tipp magst du uns noch mit auf den Weg geben? Welchen letzten Tipp? Stell dich deinen Herausforderungen und such dir nicht immer nur Ausreden, warum etwas nicht geht, sondern
Schau hin, wie es dann gehen kann. Nimm es ernst, was ich da zeigen will. Geh nicht nur einfach drüber weg, sondern guck schon mal ein bisschen hin. Fühl es nach Möglichkeit auch einfach mal, denn dann löst es sich. Hab keine Angst davor, sondern es löst sich dann. Und dann go for it. Ich sage ganz, ganz lieben Dank. Ich glaube, dem gibt es auch nichts mehr hinzuzufügen. Deine Kontaktdaten werden wir natürlich in den Shownotes verlinken und auch deine paar Impulse noch, die wir jetzt gar nicht besprechen konnten, die du mir natürlich auch noch zukommen lässt. Und ich sage ganz lieben Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast, Regina, und uns so einen Einblick gegeben hast in dein wirklich dein Privates, in dein Business auch. Und ich fand es total interessant und wünsche dir alles Liebe und Gute auf deinem Weg. Ja, und liebe. Ja, sehr gerne. Und liebe Podcast-Freunde, mein großes Anliegen ist es ja, wirklich 1 Million Frauen zu zeigen, wie sie ein erfülltes, finanziell freies Leben führen können. Von daher, wenn dir die Folge heute gefallen hat, teile sie gern mit deinen Freunden, schreib gerne auch eine Bewertung in iTunes und vor allem denk dran, ob du glaubst, du schaffst es oder ob du glaubst, du schaffst es nicht. In beiden Fällen hast du recht. Deine Amata.